Was geht ab, YouTube? George Kofi hier. Ich grüße euch aus Wien. Ich habe heute meinen freien Tag. Ich muss nicht in die Arbeit. Es ist Samstag. Ich habe ziemlich lang gepennt. Es ist schon 1 Uhr, Leute. Ich wollte Cardio in der Früh machen, auf nüchternen Magen, aber ich bin aufgestanden. Ich bin meine Yohimbine reingeknallt. 5 Milligramm Yohimbine HCL. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Aber jetzt, ich will auch noch. Ich habe noch immer nichts gegessen, das heißt, ich werde mir jetzt gleich nochmal 5 Milligramm UMB-NaCl reinhauen und gleich ins Gym gehen. Und wenn alles nach Plan läuft, zeige ich euch einen perfekten Trainingstag, obwohl ich habe schon zu viele Stunden verpennt. Auf jeden Fall einen perfekten Trainingstag. In der Früh Cardio, am Nachmittag bzw. am frühen Abend noch eine Trainingseinheit. Ich überlege mir, ob ich einen Full-Body-Workout mache oder nur Legs. Und dann wird Abend gegessen und gechillt. Auf jeden Fall schauen wir, was der Tag bringt. Wir gehen jetzt mal ins Gym. Das ist zum Glück in meiner neuen Wohnung, nur 5 Minuten entfernt. Neuen Wohnung, weil ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Aber sie ist gerade nicht da, sie ist arbeiten. Und ja, auf jeden Fall gleich Fettburner. Wach werden, ins Gym, Cardio machen, Frühstück kaufen, nach Hause frühstücken, Haare schneiden. Auf jeden Fall, jetzt geht's los. Viel So Leute, ich habe es endlich geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich habe mir gleich zwei davon reingehaut. Die Redline Ultra Hardcore von VPX. Die haben pro Tablette 2,5 Milligramm. Hat Yumbin HCL. Also Yumbin, eine Yumbin-Mischung. Und dann komme ich heute schon auf 10 Milligramm Yohimbine HCL. Mein Ziel ist es heute auf ca. 20 Milligramm Yohimbine HCL zu kommen. So, ich mische mir meine BCAA schon fürs Cardio zusammen, weil ich faul bin und es nicht dort machen möchte. Und mein Gym ist nicht weit entfernt. Ich gehe original 3 Minuten und ich möchte es euch natürlich zeigen. Hier habe ich was Neues entdeckt. Von Optimum Nutrition die BCAA Train and Sustain. Was so special an denen ist, also ich habe sie noch nie ausgetestet, aber ich werde sie jetzt testen. Was so special ist, ist dieses Wellmune, beziehungsweise ich glaube, das heißt Wellmune. Weil das hilft auf kurz, es hilft dem Immunsystem, dass du gesund bleibst. Und im Cardio natürlich hast du ein Kaloriendefizit, voraussichtlich, normalerweise. Und du bist geschwächt von deinen 2 Trainingseinheiten am Tag. Und dann werde ich zumindest leichter krank. Also ich hoffe, es verspricht das, was drauf steht. Okay, 2 Scoops. Lass mal rein, die BCAAs. Apfelbirne-Geschmack, aber leider schmecke ich das nicht heute, weil ich das mit Silk Amino Acids kombinieren werde. Ich habe damals, ich glaube vor 4 Jahren eine Studie gelesen, die ist mir noch ziemlich im Kopf geblieben, dass die BCAAs noch besser funktionieren, beziehungsweise durch Anstrengung, wenn man BCAAs und Silkaminos kombiniert und während der Anstrengung dann trinkt. Sorry Leute, ich bin noch immer im Arsch, ich schlafe noch. Mein Körper ist zwar da, mein Verstand ist noch im Bett. Also auf jeden Fall, wenn man Silkaminos und BCAAs mischt, hat es einfach einen besseren Effekt. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie gut diese Studie war, weil hin und her, auch wenn es eine Studie war, es muss nicht unbedingt gleich der Wahrheit entsprechen. Es gibt so viele verschiedene Menschen, man kann nicht eine Studie auf alle Menschen beziehen. So, Silkaminos rein. Wie groß ist dieser Löffel? 5 Gramm, perfekt. Dann nehme ich noch 5 Gramm HMB. Ich bin ein großer Fan von HMB als Muskelschutz. Das Blöde bei HMB ist, wenn ihr kein flüssiges HMB habt, also ich glaube, das gibt es nur von MuscleTech, das flüssige HMB, und vielleicht, ich glaube, es gab es auch von Track Nutrition, aber ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist. Auf jeden Fall, wenn ihr ein flüssiges HMB habt, das Produkt heißt Clear Muscle von MuscleTech, das peakt in einer halben Stunde. Das wäre eigentlich jetzt besser, weil ich gleich im Gym bin. Das normale HMB peakt erst nach 200 Minuten, also hat es erst die höchste Blutkonzentration. Also im Blut hat es die höchste Blutkonzentration erst nach 200 Minuten. Das sind über 2 Stunden, also 2,5 Stunden circa. Aber trotzdem, dann versuche ich es einfach, dass ich es am Tag verteilt nehme.
und ich mir einfach wieder das andere Harnweh besorge, obwohl das einfach eine viel günstigere Alternative. So, dazu kommen nochmal weitere zwei HMW-Tabs. Weil die Aufnahme ist dennoch ein bisschen anders von Tabletten und Pulver. Die Tabs bleiben noch ein bisschen länger im Körper, die brauchen ein bisschen länger als das Pulver, das zersetzt wird. So. Und das war's, Leute. Und jetzt wird Cardio gemacht. Normalerweise würde ich ein Low Intensity Cardio machen, aber ich werde versuchen, die ersten 20. Boah, das riecht nach Scheiße. Boah, fuck. Auf jeden Fall, diesmal werde ich ein bisschen die Intensität hochschrauben. Das ist das erste Mal, dass ich Cardio mache in diesem Jahr. Seit langem, seit dem Sommer. Und ich versuche ein bisschen wieder an meiner Ausdauer zu arbeiten. Ob es jetzt produktiv ist für den Muskelmassenerhalt, nein, aber ich fühle mich. Ich war so lazy in der Offseason, ich habe kein Cardio gemacht, ich habe so wenig Sport gemacht und ich bin einfach out of shape. Und als Physikathlet bzw. als Fitnessathlet, Fitnessmodel, finde ich, sollte man auch wirklich fit sein und nicht nur gut ausschauen und sich innerlich dreckig fühlen. Auf jeden Fall, jetzt wird Cardio gemacht, Leute, und dieses ekelhafte Gesöffel getrunken und dann wieder eingekauft. Cardio, 15 Minuten am Fahrrad, 15 Minuten am Laufband, so ich schnell einkaufen gehen, dass ich laden kann für das nächste Workout und fürs Abendessen.
So Leute, jetzt bin ich zu Hause, ich war einkaufen, habe mir Couscous gekauft, Thunfisch, Steak, Pomelo, einen Joghurt mit 13 Gramm Protein, und noch Süßigkeiten, aber die habe ich nicht abgefilmt. Es ist zum Cheaten. Auf jeden Fall, während ich warte, bis mein Essen fertig ist, haue ich mir diesen Innocent Berry Protein Smoothie rein. Hat mir eine Lady gekauft, muss ich gleich testen. Danach diesen geilen Joghurt mit viel Protein. Währenddessen checke ich 5 Minuten meine E-Mails, dann schaue ich YouTube. Lass mich ein bisschen inspirieren von anderen YouTubers und dann werde ich essen, Leute. Ah, und nach dem Joghurt haue ich mir dann noch von Animal das Animal Nitro rein. Das hat eine BCAA-Mischung. Und das seht, Leute. Und dann wird gegessen. So Leute, mein Essen ist fertig. Couscous mit Thunfisch. Mit dem komme ich circa erst auf 50 Gramm Protein. Ich ziele circa, dass ich heute auf die 250 Gramm komme. Ich habe leider vergessen, eine Soße zu kaufen. Ich dachte, ich habe noch eine Barbecue-Soße zu Hause. Und leider kann ich nicht kochen. Also wird das ziemlich scheiße schmecken. Und servieren kann ich auch nicht. Also das bin ich hingekotzt. Aber egal, alles für die Gains. Das wird mal gegessen, dann wird weiter kurz gechillt, ich werde mich kurz hinlegen und dann geht wieder es ins Gym. Für Legs und Arme. So Leute, ich habe halbwegs verdaut und jetzt muss ich mich bereit machen fürs Gym. Ich habe hier mal in meinem Spider-Bottle schon mal ein Weight Gainer aufgefüllt. Das ist der Gains, der Hashtag Gains von Dedicated Nutrition. Weil der hat gute Carbs, der hat ziemlich nur Haferflocken drinnen, nicht viel Zucker, ich glaube 4-5 Gramm auf 100 Gramm, also sehr minimal. Dann gebe ich mir noch dazu 35 Gramm vom Easyway Zero, vom Biotech, der hat einen neuen Geschmack, den muss ich einfach ausprobieren, Schokotoffee. Ich hoffe, er schmeckt so, wie er sich anhört, wenn nicht ist er eine Enttäuschung, obwohl Biotech hat es absolut drauf mit den Geschmacksrichtungen. Oh shit, was hab ich da? So. Für den Supplement-Verkäufer mache ich ganz schnell diese Packung neu. So, riecht nicht nach Schokotoffee, aber ich hoffe es schmeckt so. Riecht nach Cookies and Cream. Schauen wir mal. So, und das mische ich einfach nach dem Training zusammen. Dann komme ich circa auf 60 Gramm Carbs und 60 Gramm Protein. Das ist einfach dann mein Post-Workout-Shake, weil ich gehe dann nicht direkt nach Hause. Ich hole dann meine Prinzessin ab von der Arbeit. Und dann später wird es sowieso Abendessen geben. So. So. Jetzt wird der Booster gemischt. Heute habe ich Legs. Ich stehe auf Volumen, aber ich werde versuchen, heute mir einen neuen PR zu setzen. Ich habe so lange nicht schwer gesquattet und ich bin ziemlich schwach geworden. Das geht gar nicht. Ich komme nicht einmal mehr, glaube ich, an 180. Anyways, heute, was mische ich mir zusammen? Triple X, die zweite Version von Goldstar. Wie ihr vielleicht schon mal im Video gesehen habt, ich bin kein großer Fan davon. Aber ich möchte nicht... ich mag nicht so sehr zu viele Stimulantien, wenn ich Beine trainiere, weil dann wird mir schlecht, ich verliere den Fokus. Manchmal ist auch meine Atmung sehr komisch. Deshalb nehme ich nur ein Scoop. Das reicht, weil so stark ist er eh nicht. Aber ein Scoop wäre mir dennoch zu schwach, deshalb gebe ich dazu 4 Gramm L-Citrullin.
ich wenigstens mehr Sauerstoff und einen besseren Pump während dem Training. Und dadurch, dass ich diese Komponente zum Booster mische, wirkt das schon total anders. Es gibt Leute, die absolut auf Stimulantien mehr Energie haben oder auf diese Sauerstoffsachen, so wie Citrullin, Arginin, Agmatin. Deshalb unterschätzt das nicht, wenn ihr beginnt da herum zu punchen, es kann zu stark sein. Also tastet euch langsam an. So, jetzt kommt noch 5 Gramm Kreatinmonohydrat rein. Und jetzt kommt die Geheimwaffe. Falls ihr dieses Produkt noch kriegt, was ich euch gleich zeige, dann kauft euch so viele wie möglich. Und ich nehme eine Tablette vom Versa One von USP Labs. Das Zeug verstärkt den Booster so heftig, das macht ihn zu einem total anderen Booster. Das heißt, wenn ihr einen schlechten Booster habt, haut euch ein Versa One rein. Der Booster ist 1000-mal stärker, er ist Wahnsinn, er wird so gut. Aber es kippt nicht, es ist nicht einfach so, als ob ihr dann mehr Scoop habt. Es ist so, als ob es einfach, schwer zu beschreiben, ihr habt einfach eine bessere Substanz, ihr könnt länger trainieren. Es ist, als ob ihr vollgeladen seid mit Carbs, auch wenn ihr nicht einmal so gut gegessen habt. Und als ob eure ATP, eure Carbs, eure Glykogen, der Zuckermuskel konstant nachgeschoben wird. Als ob der nicht leer wird und ihr habt konstante Energie. Das ist ein Wahnsinn. Also Versa One. Mit Booster mischen, auf jeden Fall, Leute. So, und gleich werden die Legs gekillt. Aber das Workout werde ich euch nicht abfilmen. Es wird zu langweilig. Jeder weiß, wie man squattet, jeder weiß, wie man Front Squats macht oder Leg Press oder sonst was, Leg Extensions. Vielleicht das nächste Mal, weil heute wird es nicht irgendein Special Workout sein. Es wird einfach nur ein Mix Effort Squat Day sein, Leute. Also, Leute, bis gleich, bis nach dem Gym. Ganz vergessen, Leute, dazu habe ich mir noch, habe ich es da? Nein, in der Küche muss ich gleich holen. 5 Milligramm Yohimbin HCL rein für die Fettverbrennung. Und jetzt geht's los, Leute. Fertig mit dem Training. Ich habe mich so scheiße gefühlt am Anfang. Deshalb habe ich entschlossen, doch Arme zu machen. Denn meine Priorität sind Arme oder Beine. Also das ist mein Fokus. Brust, Rücken, Schulter ist dabei sekundär. Aber auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, hey, ich lerne aus meinen Fehlern, ich fühle mich nicht so gut, ich will heute keinen Max-Effort machen, dann mache ich doch Arme. Weil ich habe schon 3 Schrauben im Fußgelenk, meine rechte Schulter, der ist am Band gerissen, ich habe einen eingeschränkten Bewegungsablauf und meine linke Brust ist damals ziemlich stark eingerissen und da spüre ich noch immer das Narbengewebe. Anyways, ich habe Arme gemacht. Während ich Arme mache, kickt der Booster so heftig wie noch nie. Ich mache nur Supersätze, ich habe einen krassen Pump, es läuft alles super. Ich schaue nicht auf die Uhr. Ich bin ziemlich spät, ich laufe in die Garderobe, ich ziehe mich um. Ich schwitze die ganze Zeit so hardcore von diesem Drecksbooster, ich schwitze so hardcore. Ich gehe in die U-Bahn, ich mische mir meinen Shake zusammen. Leute schauen mich an, als ob ich ein Junkie bin, weil ich schwitze wie crazy. Sieht man wahrscheinlich noch, ich habe die Kappe noch schnell drüber, jetzt sieht man es nicht so heftig, die Kappe hat schon aufgesagt. Mir rinnt der Schweiß runter, die Leute schauen mich an, was ist los mit dem, der ist sicher auf Craig. Ich mische mit dem Booster, ich möchte einen Booster trinken, die U-Bahn ist scheiß voll, was passiert? Vielleicht sieht man das noch. Top Tag. Perfekter Trainingstag. So Leute, ich habe Nanas abgeholt, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich habe mich beruhigt. Die Flecken sind schon eingetrocknet. Also hast du das gefühlt? Ja, ich habe es gefühlt. In der U-Bahn? Nein, ich habe es nicht gefühlt. Danach habe ich es erzählt. Sie isst Oreo-Kekse. Hey. Und vielleicht haben wir jetzt noch Mittagessen. Weil ich habe Steak gekocht. Abendessen, was habe ich gesagt? Mittagessen. Dann haben wir jetzt. Ihr seht, ich wollte heute euch abfilmen, wie ein absoluter, perfekter, geiler Fitness-Tag ist. Ein Trainingstag. Ein absolut perfekter Trainingstag verläuft. Aber wie ihr seht, meine Batterie, mein Akku ist kurz ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Mittagessen. Auf jeden Fall, nein, Blödsinn. Ich wollte euch zeigen, wie der absolute perfekte Tag verläuft. Aber wie ihr schon seht, ich rede extrem.
extrem langsam heute, als ob ich die ganze Zeit dauer zugekifft bin. Ich bin so im Arsch. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen die ganze Zeit. Ein Wahnsinn. Und ich fühle mich gar nicht gut. Heute ist alles schief gegangen, was schief ging. Es könnte noch schlimmer werden, aber hoffentlich lassen wir den Abend schön ausklingen. Hoffentlich essen wir jetzt schön oder cheaten, ich weiß es nicht. Oder vielleicht wird schon gecheatet. Und dann wird zum Glück noch eine geile Serie angeschaut, die wir uns zurzeit geben. Das ist The Man in the High Castle, eine Amazon-Serie. Kann ich euch nur empfehlen, die ist richtig geil, Mal schauen, was wir jetzt noch machen. So Leute, meine Lady hat keinen Appetit mehr. Das heißt, Steak wird für morgen aufgehoben. Ich habe mir wieder Couscous mit Tuna gemacht. Wenn ihr euch jetzt denkt, what the fuck is this? Das sind rote Rüben im Couscous. Und das hat alles ziemlich rot gefärbt. Und davor habe ich mir noch Chrom rangehaut. Und nochmal 5 Gramm Kreatinmonohydrat. Und that's it. Und jetzt schauen wir. Wie heißt das? Ah, The Man in the High Castle. Und gute Nacht, Leute. I'm a man of war.